Heute schon zum zweiten Mal auf dem Klappstuhl Dr. Hüsch, Altmeister, ja, so sagt man in Neuss, lange Jahre Bundestagsabgeordneter, Landtagsabgeordneter und wichtiger Unterhändler der Bundesregierung. Sie haben zuerst hier auf dem Klappstuhl erzählt von Ihrem Engagement in Rumänien. Wie ist da der Stand der Dinge? Naja, das hat in der einschlägigen Interessenschaft wie eine Bombe gewirkt. Inzwischen sind auch mehrere andere Sendungen gekommen, Deutsche Welle, sind sehr umfangreiche Publikationen in deutscher Sprache, sowohl in München wie auch in Bukarest erschienen und in Temesburg. Das hat also insofern auch Wellen geschlagen, weil damit zum ersten Mal eine Information eröffnet worden war über die wirklichen Zusammenhänge. Naja, und Stadtkurier kann für sich in Anspruch nehmen, wir waren die Ersten auf dem Markt in Neuss. Genau, das war vor einem Jahr, nochmal kurz zusammengefasst. Da haben Sie uns berichtet, dass Sie sehr vielen Rumäniendeutschen geholfen haben. Wie viel waren das und wie ist das damals abgelaufen? Also ich war 22 Jahre anwaltlicher Verhandlungsführer und in der Zeit sind 210.000, nach einer anderen Zählung sind es 234.000, deutschstämmige Rumänen aus Rumänien in die Bundesrepublik umgesiedelt. Und zwar aufgrund der Absprachen, die ich für meinen Auftraggeber herbeiführen konnte. Wie ist das genau abgelaufen? Also sind Sie da mit einem Koffer voller Geld hingegangen, den Sie haben das Geld vielleicht bei der Commerzbank in Neuss abgeholt. Sie hatten einen Decknamen. Erzählen Sie doch mal, wie war das damals? Mein Deckname auf rumänischer Seite war Edward. Da können wir vielleicht mal sehen, Sie haben da schon etwas mitgebracht. Das lag letztes Jahr noch nicht vor. Das ist jetzt erst veröffentlicht worden. Vielleicht halten Sie es mal in die Kamera. Was ist das? Was sehen wir da? Also ich habe die große Freude, nicht nur in den Stasi-Akten vorzukommen, sondern auch in den Akten der rumänischen Geheimpolizei, die über mich 6 Bände angelegt hat. Und das ist eine Kopie von einigen Seiten aus dem Band Römisch 1. Es gibt also mehrere Bände und in diesen Unterlagen sind Vorgänge meiner Verhandlungen, aber auch Ermittlungen über mich und abgehörte Gespräche protokolliert. Waren Sie überrascht, dass so etwas gemacht wird? Nein, bin ich von ausgegangen. Nicht? Also man darf da nur nicht blauäugig erscheinen. Also wie ist das damals gelaufen? Der Bundeskanzler Helmut Kohl hat Sie gebeten, dort aktiv zu werden oder war es der Außenminister? Nein, es war zunächst die Koalition unter Georg Kiesinger und Staatssekretär Lemmer. Minister war Kai-Uwe von Hassel. Und dann hat sich das über 4 Koalitionen oder 4 andere Regierungen lückenlos fortgesetzt. Zum Schluss war es Helmut Kohl. Und es gab eben den Auftrag zu versuchen, möglichst vielen, die aus Rumänien ausreisen wollten, diese Ausreise zu ermöglichen, natürlich gegen Gegenleistung. Als wir das im vergangenen Jahr gemeinsam zuerst veröffentlicht haben, kommen denn jetzt, da müssten doch eigentlich hunderte von Dankesbriefen kommen, die Ihnen danken, dass diese Menschen in der Freiheit aufwachsen konnten, vielleicht auch im Wohlstand, oder hat man Sie ganz vergessen? Ich habe einige Briefe bekommen, aber auch gibt es im Internet böse Worte, die sich gegen diese Aussiedlungsmaßnahme generell aussprechen und auch auf mich Worte brauchen wie Verbrecher und dergleichen. Es gibt aber die überwiegende Zahl, die mir anonym, weil sie mich ja nicht kennen konnten, auch nicht heute nicht kennen, sehr nachdrücklich danken. Die Kritiker haben gesagt, also man kauft keine Menschen frei oder was war die Argumentationskette? Ja, sie war nicht einmal moralisch, sondern diejenigen, die sich kritisch äußern, glauben, man hätte das Deutschtum in Rumänien erhalten müssen und infolgedessen niemanden helfen sollen, Rumänien zu verlassen. Aber ich denke mal, Sie haben auch Leben gerettet. Mit Sicherheit, viele. Sie haben mir eben im Vorgespräch gezeigt, dass es nach der Stadtkurier-Veröffentlichung auch ein großes Buch gibt, was in Rumänien erschienen ist. Vielleicht nehmen wir das auch an.
Der rumänische Staat hat also sehr viel investiert jetzt, um diese ganze Geschichte zu dokumentieren. Also beginnen mit der Stadtkurier-Veröffentlichung, die ja nicht unbekannt geblieben ist, gab es anschließend eine Sendung der Deutschen Welle. Es gab einen Journalisten, der einen vierteiligen Bericht in der zunächst in der rumänischen Zeitung Banater Post, dann in der Allgemeinen Deutschen Zeitung Bukarest, dann in den Siebenbürger Zeitung veröffentlicht hat. Und das ist auch der rumänischen Seite nicht fremd geblieben, zumal auch in dem Film der Deutschen Welle einer der rumänischen Verhandlungspartner gehört wurde. Er hat allerdings gelogen. Und dadurch ausgelöst durch diese relativ breite Diskussion in diesen Kreisen, es ist ja keine weltbewegende Diskussion, hat man sich wohl in Rumänien veranlasst gesehen, auch rumänischerseits Unterlagen zu veröffentlichen. Und die letzte Veröffentlichung ist gerade ein paar Wochen alt, ist eben hier ein Dokumentationsband von etwa 1000 Seiten über die Verhandlungen, die ich geführt habe. Ich muss aber hinzufügen, es ist unvollständig. Wichtige Teile fehlen, vor allen Dingen auch eine Aufklärung, wer nun auf rumänischer Seite wirklich dahinter steht. Dass es ja eine politische Operation war, um in bestimmte Kreise Geld hineinzulenken. Ich denke mal, wir sollten vielleicht mal ein Geschichtsbuch schreiben oder ein Roman mit wahrem Inhalt, also das populär schreiben, damit viele Leute das lesen, denn das war ja bestimmt ganz spannend. Also man hat ja, glaube ich, sogar Prostituierte auf sie angesetzt und versuchte sie irgendwie zu linken und da ja einfach diese Treffen waren geheim in konspirativen Wohnungen. Erzählen Sie doch darüber etwas. Also ich habe insgesamt 313 offizielle Verhandlungen geführt und nochmal sicher 1000 weitere Gespräche im Umfeld. Man muss sich das so vorstellen, die Vereinbarung war, es gilt nur, was in Deutsch und Rumänisch durch einen rumänischen Dolmetscher übersetzt wurde. Natürlich gab es viele andere Dinge am Rande. Das wurde dann Englisch besprochen mit den Verhandlungsführern der rumänischen Seite, die kein Deutsch kannten. Oder mit den Dolmetschern. Aber Sie haben auch einmal Ceausescu getroffen? Ich bin im Oktober 1988 im besonderen Auftrag von Helmut Kohl nach Bukarest gereist, um mit Herrn Ceausescu zu sprechen. Das Gespräch hat etwa 40 Minuten gedauert und es ging um die Frage, ob der Bundeskanzler Helmut Kohl einen Staatsbesuch in Rumänien machen sollte, auf deutscher Seite wollte. Und ob es in diesem Zusammenhang möglich wäre, den Umfang der Ausreisen zu erweitern. Haben Sie sich da auch mit Telcik abgestimmt, der ja damals für die Außenpolitik auch ein bisschen Mitverantwortung getragen hat? Ich habe auch zweimal mit Telcik gesprochen, aber im damaligen Zeitpunkt waren die wesentlichen Gespräche mit Herrn Kohl persönlich und zum Teil mit Herrn Genscher und mit Wolfgang Schäuble, der war damals Chef des Bundeskanzleramtes. Ist da auch eine Sympathie oder haben Sie die Gegenseite verstanden? Gab es da vielleicht Freundschaften über die ideologischen Grenzen hinweg zu rumänischen Unterhändlern? Ich habe keine Freundschaften mit der rumänischen Seite geschlossen, aber es gab im Laufe der Zeit ein gewisses Vertrauensverhältnis. Ja, wie stelle ich mir das vor? Sind das ganz kühle Gespräche gewesen mit Akten oder hat man da auch mal 2-3 Gläser Wein getrunken, um die Stimmung aufzulockern? Also sowohl als auch. Die eigentlichen Verhandlungen sind sehr hart, sehr kühl geführt worden. Darüber gibt es auch von mir Gedächtnisaufzeichnungen, 20, 30, 40 Seiten von jeder Verhandlung. Und da wird das auch erkennbar. Nicht? Da sind auch Argumente auf Gegenargumente gestoßen. Und zum Teil war die rumänische Seite sehr ungehalten, hat mit den Fäusten auf den Tisch geschlagen. Hätte nur noch gefehlt, dass sie die Schuhe ausgezogen hätten, wie das mal Khrushchev gemacht hat vor der UNO. Das gab es und es gab dann auf der anderen Seite Dolmetscher, die eine bessere Bildung hatten, die dann wissen ließen, naja, nehmen Sie es nicht übel und so weiter. So, im Laufe der Zeit aber ist deswegen ein gewisses Vertrauensverhältnis entstanden, jedenfalls mir gegenüber. Ich habe gegenüber Rumänien kein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Mir gegenüber deswegen,
weil alles, was ich erklärt hatte, zusagen konnte, auch tatsächlich eingehalten wurde. Und alles das, wo ich in Rumänien auch in dem persönlichen Gespräch gesagt habe, das können Sie nicht verlangen, das wird keine Chancen haben, ist auch nicht eingetroffen. Und vielleicht hat eine Rolle gespielt, dass ich einen rumänischen Spion, der hier in Deutschland spioniert hat, in Köln verhaftet wurde, ausgetauscht hatte gegen 20 Familien, die bis dahin nicht rauskommen konnten. Also sind ja sehr viele Rumäniendeutsche jetzt hier. Einer ist Peter Maffay. Da ist es strittig, ob der durch Ihre Intervention rausgekommen ist. Ja, aber als Sie dann im Fernsehen gesehen haben, dass Ihr Gesprächspartner Ceausescu erschossen wurde, haben Sie da etwas wie Mitleid empfunden? Na, ich hatte wenige, 3 Tage vorher ein Gespräch mit Helmut Kohl. Helmut Kohl wollte meine Beurteilung erfahren, ob ich glaube, dass Ceausescu sich noch halten könne. Ich habe, das war der 20. Dezember, gesagt, er wird das können, er hat sehr große Schwierigkeiten, wenn er keinen Fehler macht. Aber er machte diese Fehler und naja, es kam dann so, wie man das vom Balkan zu erwarten hatte.